Die Ausbildereignungsverordnung, AEVO. Tipps und Hinweise zur Vorbereitung auf die praktische Prüfung. Konzipiert und zusammengestellt von Michael Steffens, Produktion Rolf Hennequin. Ausbildungsordnung Teil 1. Was ist die Ausbildungsordnung? Die Ausbildungsordnung ist die verbindliche Rechtsgrundlage für die Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Anerkannt heißt in dem Zusammenhang staatlich anerkannten Ausbildungsberuf. Wenn es also einen Ausbildungsberuf gibt ohne Ausbildungsordnung, dann ist es kein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Heißt, es muss zwingend eine Ausbildungsordnung vorliegen, um eine staatlich anerkannte Prüfung ablegen zu können. Die Rechtsquelle ist das Berufsbildungsgesetz. Das Berufsbildungsgesetz regelt die Mindestinhalte einer Ausbildungsordnung. Egal, welche Ausbildungsordnung ihr vor euch liegen habt, 5 Mindestinhalte muss eine Ausbildungsordnung immer aufweisen können. Diese 5 merkt ihr euch am besten mit den 5 Fingern einer Hand und ihr fangt am besten ganz oben an. Das ist nämlich die Bezeichnung des Ausbildungsberufs. Das ist der erste Finger dieser Hand. Bäcker, Kaufmann im Einzelhandel, Mechatroniker und so weiter. Zweiter Finger der Hand ist die Dauer der Ausbildung, also wie lange ist die vorgesehene Ausbildungszeit. Dritter Finger der Hand, also dritter Inhalt der Ausbildungsordnung, ist das sogenannte Ausbildungsberufsbild. Das bedeutet, die Inhalte, die während der Ausbildung mindestens vermittelt werden müssen. Mindestens heißt hier, mehr dürfen es sein, aber weniger dürfen es nicht sein. Also ihr dürft die Inhalte nicht unterschreiten. Finger Nummer 4 ist jetzt das ganz, ganz Wichtige und das Herzstück der Ausbildungsordnung, der sogenannte Ausbildungsrahmenplan. Genannt die Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Ausbildung. Mit anderen Worten, was wird wann vermittelt? Und der Ausbildungsrahmenplan selbst, das sei jetzt nochmal zur Erinnerung hinzugefügt, unterteilt sich noch einmal in Richtziele und Groblernziele. Der 5. Finger dieser Hand ist die Prüfungsanforderungen. Hier wird festgelegt, unter welchen Voraussetzungen die Prüfung abgelegt werden kann.